Sollen wir den versuchen, von hier aus zu töten? Tötet ihn, diesen Bastard. Ich sehe ihn ja. Und, okay. Stardew oder so. Und wenn du halt ein Schild siehst, dann kannst du dir das vorlesen. Wo du genau bist. Ich gehe mal auf diesen Berg, mal gucken, ob ich da mehr sehe. Hi, ihr Nasen. Hallo. Hallo. Afkado. Afkado. Das regnet ja immer noch. Ja. Und ich höre immer noch meinen Herzschlag. Welcome in Germany. Immer noch geschwommen. Ja, in Deutschland gibt es ja mehr Regentage als in England. Was? Echt? Ja. Aber England gilt ja als das Land des Regens. Aber man hört das Nachladen nicht mehr. Man hört gar nichts mehr außer Regen. Ja. Ich könnte jetzt über Direcom in dein Ohr reinfurzen und du würdest das nicht hören. Hört ihr mich eigentlich im Direct Chat? Ja. Yo, nice. Mann, wo bin ich hier? Wahrscheinlich bist du auf Altes oder so. Das ist hier verlaufen. Du hast das Spiel von Armored 3 oder Battlefield? Toll. Der Regen. Der Grandless auf die Dust. Das 2 ist besser. Oder? Das 2 ist cooler als das, oder? Das 2 ist ein Standard. Ja, hat beides was. Das habe ich nie wirklich gesagt. Also was machen wir jetzt hier? Ja, wir warten jetzt auf den Grantl oder was? Oder? Falls der überhaupt ankommt. Also Grantl, wenn du stirbst, dann ich bin zumindest gespawnt. Entweder Dolina, Polana, die beiden Städte, wo wir die ganze Zeit gespawnt sind, oder halt am Rand der Map. Aber ich habe jetzt einen Landweg gefunden auf dem Berg. Okay. Hilft das? Ja, so ein Landweg halt, nicht eine befestigte Straße. Aber du kannst die Karte gerne wieder haben, die kennst du gut aus. Ich hab eine. Falls du mich meinst. Nee, Muka. Ich hab selber eine, das war so die okay. Karte von jemand anders. Menno. Okay. Da hinten sehe ich was, ein Häuschen. Du findest aber nie mehr zurück zur Stadt, Kantel. Offenbar nicht. Warum lauft ihr mir ja mal nach? Süden und die ganze Zeit ein Stückchen nach rechts von Süden gelaufen bin. Wie du es mir gesagt hast. Ich müsste doch theoretisch schon da sein, Mann. Schau nochmal auf die Map. Bestimmt ganz knapp an uns vorbeigelaufen. Das ist Chernobyl wahrscheinlich, ne? Da unten. Ja, sieht's aus. Ich glaube, also es sieht auf jeden Fall so aus, hab ich mir auch gedacht. Warte mal, hier kann ich doch bestimmt gucken. Gibt's da irgendwas? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Da ist auf jeden Fall was. Ein Haus. Vielleicht ist da eine Stadt. Ich würde sagen, wir können ja laufen, weil wir haben eine Map. Dann laufen wir einfach ein bisschen durch die Gegend. Ich sag euch jetzt gleich den Namen. Bin ich dabei? Oh Gott, oben links ist der Stari. What the fuck? Ja genau, Stari. Eindeutig. Nori. Ey, der Regen nervt, Alter. Was haben wir noch? Wo siehst du das denn? Was denn? Die Namen der Städte. Nö. Ich glaube, der erratet die. Mich. Nee, das also. Ist für mich, Stari. Wie, die sieht man ja. Nicht? Nee, man nein. Sieht auf der Map keine Namen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich da jetzt... Doch, da sieht man, Novi ist 1:1 gleich aufgebaut. Da hast du die zwei großen Scheunen, da hast du die Kirche. Das ist 1:1. Schau mal, Stari, oben siehst du auch direkt, wo die Baracken waren. Unten der große, genau. Die große lange Scheune und dann die rote, rostige Metallhalle. Ja, genau. Wir waren nicht in Stark. Ich sag einfach, ja, genau da, ja. Es ist einfach viel zu anstrengend, die ganze Zeit hier hinzugucken, ey. Und wir können ja mit dem Punkt oben rechts neben deinem Namen, das weißt du, Luca. Deine Position bestimmen, zentrieren. Also Uhrzeit, zwei, drei so Dinge übereinander. Also oben rechts im Kreis. Punkt. Ach da, okay. Da klickst genau, du drauf. Ja. Drauf und das und dann ja. Bist du da, wo du bist. Okay. Wenn ich eine Map hätte, könnte ich es auch machen. Ja. Kann da sein, dass da sogar 1:1 die Channel des Map ist? Ja, hätte ich auch gesagt, aber mir fehlt da noch immer ein Stück. Stardew und Novi liegen nebeneinander. Wenn man runter geht, dann hat man die zwei Random-Städte, die sich keiner merkt, und dann haben wir schon Channel. Da sieht 1:1 nach der Original-Map aus. Cherno, hier ist der große Berg. Ja, aber die Map heißt wie? Das Kap ist dann da. Gute Frage, weiß ich nicht mehr. Ja. Irgendwas Polnisches anhörend.
Der Regen hat aufgehört, endlich. Jawohl. Ja, bei mir auch. Jo. Endlich, ey. Jetzt plopp, Nachtgewitter. Puste irgendwie. Das sieht echt 1:1 wie die Chernobyl-Map aus. Ja, das habe ich nämlich auch gewundert. Nur unten ist halt nur ein Fluss und kein Meer. Genauso, ja genau. Und die Burg über nordöstlich von Elektro, das ist diese, boah, oder wie, nee, wie heißt sie immer? Nordöstlich von Elektro. Rock. Ja genau, Rock. Achso, Elektro, ich bin gerade in Chernobyl. Ja genau, hier. Das sieht ziemlich gleich aus. So, warte mal, hier, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich muss mal reloggen. Ich habe immer noch den Sound vom Feuer. Ich bin an der T-Kreuzung, Leute. Aber es fühlt für mich an einer T-Kreuzung ganz anders an. Nach links geht es nach Stapoe. Staroje ist es, ja. Und geradeaus, wenn ich weitergehe, Enektpo 3A. Elektrogorsk. Okay, dann bist du da unten. Ja, dann ist er genau über Elektro, muss der sein. Das ist die T-Kreuzung, ja? Genau, das ist, wenn du von der Elektro diese orangene Straße hochgehst. Genau da an der T-Kreuzung ist so. Ich ja, an der Fire Map. Station, ja. Hier am Kraftwerk und an der Fire Map. Station, meinst du, Muka? Genau, an der Fire Station. Okay. Da oben an der ersten T-Kreuzung ist sie. Weil da geht's nach rechts, geht's sozusagen nach Staroje. Dann laufen wir nach Staroje. Da können wir dir, glaube ich, machen. Ich mach mal gerade einen Relog, weil ich immer noch dieses Feuer höre die ganze Zeit. Dann müssen wir nach Südwesten gehen in die Stadt und dann sind wir da. Okay. Sekunde, ich will gerade. Gar nicht so weit entfernt. Echt weit runtergelaufen. Ja. Vielen Dank nochmal für die präzisen Instruktionen. Ja, das war eigentlich gar nicht schlecht. Sind wir da? Hallo. Muss euch neu buddisieren. So, wir sind. Add to group. Ich huste immer. Warte, lass uns dich adden. Ja, okay, du hast gesagt, wohin soll ich? Nach Staroje? Nach rechts. Nach Staroje, genau. Nach links. Du? Warte, Add to group. Nach links. Jawohl, ist das bei vielen mir. Dank. Okay, dann laufe ich jetzt die Straße entlang. Puh, da finden wir uns dann endlich mal. Müssen wir noch. Aber du bist. Wir müssen nach irgendwie Südosten. Ist die ganze Zeit. Irgendwie ist die ganze Zeit die Mission: finde den und den, ne? Finde Mucka, finde Kevin. Finde Grantelbad, jetzt ist Tudel dran danach. Nix gibt's. Aber man muss sagen, die Map ist auch ziemlich klein gehalten, ne? Ja. Aber es fühlt sich nicht so nach Chernobyl an, finde ich. Doch, das ist die südöstliche Ecke. Ich glaube einfach, weil die Bäume so anders aussehen. Nee, es ist klar, von der Map her, okay, da kenne ich mich ein bisschen aus. Nicht so gut wie du, aber ein bisschen kann ich schon sagen, wo ich bin. Aber so vom Gefühl her ist es für mich lustig. Ja, es fühlt sich mehr an. Ja, das ist viel mehr bergische Landschaften, weil Chernobyl ist ja selber in der See flach gehalten, so dass mir so die Sniper gingen. Und hier ist mehr so diese bergische Gegend. Also du meinst, das ist ein einfach abgehackt, also ein Stück? Das ist eine Miniatur von Cherno, von der südlichen, mittleren Hälfte von Cherno ist es. Genau, Cherno Elektro. Bis nach Stadi. Also Stadi, Novi ist die oberste Map-Grenze. Okay, interessant. Also ganz links oben ist Stadi. Auto, Hupen? Ich habe auch eine Hupe gehört. Direkt in Laufrichtung. Jetzt kommt ich war nur ein Herzschlag. Jetzt kommt der Grantelbart mit dem Auto an. Ich hab was gefunden. Hat uns die ganze Zeit verarscht. Genau. Wie lange braucht ihr noch bis zur Stadt? Wir sind schon in der Stadt, du siehst uns noch nicht. Aufgrund deiner Sicht. Wow, das ist ein Spieler! Da ist er doch, oder? Wart ihr das? Oh, ja. Jojo, nein. Hat er geschossen? Wir hören's. Ja. Dann sind wir in der Säule. Bist du am Haus? Wer ist am Haus? Wer hockt niemand, am Haus? Niemand. Ja. Oh, Alter, was für Leuchtspur. Ich bin tot, Alter. Nein, wir sehen den Spieler. Scheune. Ich hab ihn nicht angeschossen, weil ich dachte, ihr werdet das, Mann. Du hast gesagt, wir sind nicht da. Ach, Mann, Alter. Muss ich kurz hinlegen. Ich bin überpowered, ich sehe euch, ja. Ich dachte, das wäre ein Muckermann oder so. Weil der Jan wenn wir das sagen, wir sind's nicht. Kevin hat gesagt, er ist es nicht, aber ich dachte vielleicht... Nein, du sagst, seid ihr hier. Kevin sagt euch. Nein. Wir sind's nicht. Mann, ey, jetzt bin ich 2 Stunden rumgelaufen und bin tot. Aber wir haben dich gefunden. Das stimmt. Dieses gottverdammte Spiel. Steht so, der da immer noch an der Scheune? So. Da steht er, lootet, glaube ich, gerade. Sollen wir den versuchen, von hier aus zu töten? Tötet ihn, diesen Bastard. Ich sehe ihn ja gerade so mit dem Fernglas, also schießen kann ich nicht. Der Charakter dreht gerade durch. Die ganze Zeit Herz schlagen und alles. Gott, der steht da dann von dem Haus. Ich hab keinen Trink mehr. Stellt sich da vor mich. Das sind zwei. Hat noch jemand einen trinken übrig?
Ich weiß es nicht, ich schau gleich mal nach, da sind zwei Leute. Die waren ja gar nicht verbuggt. Ich dachte so, wie konnte er mich durchs Haus töten? Oh, endlich wieder eine normale Sicht und kein Herzschlag, ey. Heilige Scheiße. Gott, doch Gott. War mal gegen eine lootet noch? Ja, jetzt muss erstmal Kevin was trinken. Ich würde sagen, ja, die also wir haben absolut nichts, denke ich. Schau halt mal in meinem Rucksack. Da ist ein Duct Tape drin. Sonst nichts? Duct Tape, wuhu. Duct Tapes. Okay, ich habe einmal was gegessen, es hat geholfen. Los geht's. Ah, jetzt haut er eine, der schießt auf den Zombie. Ne, der axtet ihn. Ich sehe zwar noch ganz schlecht, aber ich versuch's. Sollen wir einfach durch die Stadt hochgehen? Durchrushen, ja. Okay. Ja. Wollt ihr nicht töten? Ja, mach mal, ja. Ich hab nur 15 Schuss. Wir waren noch nicht in der Stadt, wir waren außerhalb. Wir waren so 300, 400 Meter noch weg. Aber was haben die bitte für eine Waffe? Ich denke, eine PKP. Fetten Leuchtspur, ey. Ich hab das gar nicht gesehen bei meinen Grafikeinstellungen. Wurde gar nicht angezeigt. War eine richtig geile rote Schliere. So. Also, ich umlauf das mal ein bisschen. Jo, ich versuch quer einfach durchzugehen. Ja. Ich seh dich auch. Wohin soll ich jetzt laufen? Zu uns. Ja. Laufe sie zu uns. Schon wieder so einen weißen Schleier. Das würde ich gerne. Die Frage ist... Ich huste immer noch, ich bin irgendwie infiziert. Immer schlimmer, weniger Farbe, alles. Ich versuche einfach quer durch die Stadt durchzulaufen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich kann nicht mehr schnell laufen, wenn ich nicht Shift gedrückt halte. Und ich mache keine Schrittgeräusche mehr. Ich glaube, ich sterbe auch gleich. Kannst du heißen trinken? Geballert? Nee, passt schon. Hier hat keiner geschossen. Okay, schade. Ach du Arsch. Ja, dann wäre ich bei euch in der Nähe halt. Ach so. Ah, okay. Aber beleidige mich ruhig. Ist kein. Ja, ich dachte, du freust dich, wenn einer von uns stirbt. Rechts von dem Mucker. Ja, ich sehe den. Der eine läuft gerade den Berg hoch. Ich habe ein bisschen Angst vor den Zombies, weil ich ihn nicht einschätzen kann. So kann ich nicht mehr normal laufen. Wegen deinen kolossalen Schlepphoden. Das sind Zombies? Okay, ich sehe den, Der ist. Ah ja, der schießt auf die Zombies. Ich könnte auf ihn schießen, Jetzt wo ist der andere? Mehr. Ich glaube, die sind zusammen. Ist der, ja, der ist hier. Oh, der lootet, Ich schieße ihn jetzt an. Okay. Ich habe den Headshot gegeben, der ist tot. Nice. Sehr gut. Und der andere mit der Axt? Den sehe ich noch nicht. Doch, der ist auch daneben. Der war auch da. Ich sehe ihn auch. Ich schieß mit. Ich versuche ihn. Jawohl, der ist bei dir. Der kommt jetzt vor dir hinter dem Haus, rechts von dir. Ja, der läuft in die andere Richtung. Da ist er. Ne, das ist ein Zombie. Der kommt in deine Richtung. Ja, der hat eine Knarre gehabt, Mann. Jo. Ich hab ihn. Okay. Der hat eine Knarre. Gut gemacht, Leute. Weg, Mann. Okay, sehr gut. Die Zombies sind despawned. Ihr habt mich gerecht. Mann, ey, ich bin hier im Nirgendwo, ich hab keine Ahnung, wo. So, guck mal nur so. Da ist eine Stadt, Jetzt geht's wieder. Die Leiche ist weg von dem einen. Das ist ja despawned, den habe ich gekillt. Aber hier bei mir sind beide Leichen weg. Ja, hier liegt der Grandel noch. Die anderen Leichen sind weg. Ja, die haben wahrscheinlich ganz schnell Alter 4 gemacht. Schweine. Weil auch die Zombies despawned sind. Ich hab kurz gezögert, weil ich nicht wusste, ob das einer von euch ist. Dann bleibt der Loot nicht da, wenn die Alter 4 machen direkt. Die Schweine. Was hab ich denn hier überhaupt für eine Scheiße? Wieso kann ich nicht mehr normal laufen? Wieso aber sie haben wir gut noch? Gelöst, haben wir gut gelöst, war gut. Ihr dürft nicht vergessen, ne? wir sind markiert, also lieber dann sich selber umschießen, aber wir sollten markiert sein, also es sollte nicht passieren, dass wir uns gegenseitig töten. Eben. Ich hab den aber gesehen und bei euch war einer genau in die Blickrichtung mit so einer Markierung und deswegen ist das kurz über den drüber. Da hab ich mir noch gedacht, ist das einer von uns oder nicht? Das war mein Problem. Da ist ein Section. Bandagen, braucht noch jemand Bandagen? Ich hab glaube ich zwei oder drei dabei. Okay. Ich hab eine, ich denke das gleich. Ich hab dann noch. Oh, ich hab aber irgendwie... Jungs, schaut doch mal auf die Uhr, ich muss hier an der Stelle mal aussteigen. Okay.
Das wäre schade. That's my life. Life das is Leben life. Ist schade. Altes Life. So, trotzdem frage ich mich, was das für eine Fickwichse ist, dass ich nicht mehr schnell laufen kann. Fickwichse. Ja, Fickwichse. Hältst du dein Shift gedrückt? Ja, nur wenn ich Shift gedrückt hätte, dann renne ich. Wenn du es loslachst, dann schleicht er nur noch. Zweimal C? Zweimal C? Nö. Achso, mach mal zweimal Steuerung. Oder macht er das? Moment. Es gab irgendwie Gehen, Laufen, Umschalten. Ich habe das bei mir alles im Menü eben wegbelegt. Hm. Sollte ich auch mal machen. Auf jeden Fall muss ich jetzt aussteigen. Okay. Das bedeutet? Dass ich raus bin. Ja. Ob ihr weiter machen wir keine weiter? Ahnung. Also Leute, da sind nochmal zwei Kisten nachgespawnt. Weil wenn ihr sagt, okay, ihr könnt alle nicht mehr, dann würden wir uns hier ausloggen, sind wir wenigstens noch zu dritt. Ja, wäre vielleicht, das nächste Mal, würde ich vielleicht cooler finden. Ich habe auf jeden Fall noch Zeit, aber es ist die Frage, ob wir das lieber zu viert dann lieber nächstes Mal weiterspielen. So. Weil wir sind ja schon zu dritt hier in einer Position. Ja. Ich habe 6 Schuss nochmal, ich bin voll eine kassiert. Weil ich würde schon sagen, dass wir dann das zu viert oder so weiter ja, natürlich. Halten. Weil mir macht es zumindest Spaß. Das macht Bock, auf jeden Fall. Bin in der Stadt, wo wir die ganze Zeit waren, gecampt haben. Also kann ich davon ausgehen, dass wir hier bleiben, weil ich logge mich jetzt hier auf. Ja, dann machen wir das doch jetzt. Ja. Dann machen wir jetzt ihr Schicht und dann machen wir nächstes Mal weiter hier. Cool, freut mich, dass die Scheiße hier so gut läuft. Wow, ich wurde beschossen. Nein, ich wollte mich gerade ausloggen. Oh Mann. Ich hab mich schon ausgeloggt, ich kann dir leider nicht mehr helfen. Ja, ich bin auch schon draußen. Wow, die haben ein dickes Sniper. Ah, ich schaff das noch. Soll ich mich einloggen, oder? Komm, lock nee. Wenn du dich einloggst, dann stehst du genau in seiner Sniperlinie. Der hat uns beim Ausloggen zugeguckt. Ich hab jetzt hier kannst du dich natürlich auch nicht ausloggen wegen Combat-Logging, ne? Ja, aber ich kann weglaufen. Ja. So. Na gut, ich logge mich jetzt auch hier aus. Okay, ich bin ausgeloggt. Was für ein Timing. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar da. Schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei. Einmal bei dem Turo, der mitgespielt hat, einmal beim Kevin.de, der mitgespielt hat und einmal bei dem Grandelbart, der mitgespielt hat. Außerdem habt ihr hier oben noch ein Arma 2 Daisy Video und unten die letzte Folge Arma 3 Breaking Point. Haut rein!